endlich, mein neuer Herr. Ich bin C2M2, Steward auf diesem Schiff. Welch ein Glück, dass ich Ihnen dienen darf. Du wurdest von einem diebischen, feigen Cath-Hund gekauft. Aber das ist mein Schiff. Du befolgst meine Befehle, ist das klar? Ich bin programmiert, um dem Captain dieses Schiffs zu dienen, nicht meinem Käufer. Ich werde gerne jeden Befehl ausführen. Droiden der C2-Reihe stehen für modernste Fortschritte in zahlreichen Bereichen. Von technischer Raumschiffwartung bis hin zu Ernährungsplänen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Organe angepasst sind. Willkommen an Bord Ihres koreanischen leichten XS-Frachters. Ein maßangefertigtes Wunder. Warum nur wurden wohl solch große Triebwerke an seiner Hülle angebracht? Neben den üblichen Annehmlichkeiten finden Sie hier auch einen gesicherten Kapitänsspind, in dem Sie Ihre Wertsachen aufbewahren können. Auf Ihrer Brücke finden Sie eine ständig aktualisierte Karte der Galaxis. Ein wahrlich schöner Anblick. Wichtige Nachrichten aus dem republikanischen Netzwerk können über die Holonetz-Konsole abgerufen werden. Langstreckenkommunikation ist über das Holo-Terminal möglich. Und dann gibt es noch das Intercom des Schiffs, mit dem Sie Treffen mit Ihrer Crew einberufen können. Haben Sie irgendwelche Fragen? Hört sich an, als wärst du ziemlich vielseitig. Wie sieht es mit Kampf aus? Wie Sie sehen, bin ich nicht gegen physikalische Gefahren gewappnet. Meine Funktionen sorgen dafür, dass dieses Raumschiff Ihnen auch auf langen Reisen ein Heim ist. Ich bin natürlich immer gerne bereit, alle ungefährlichen Aufgaben für Sie zu übernehmen. Ich bin sehr stolz auf meine Liebe zum Detail. Was wäre denn so eine ungefährliche Aufgabe? Meine Programmierung erlaubt es mir, andere Technologie zu modifizieren. Ich kann außerdem in den Bereichen Langstreckenüberwachung und Diplomatie eingesetzt werden. Ich versichere Ihnen, ich bin ziemlich nützlich. Wenn Sie bereit sind aufzubrechen, rufen Sie die Sternenkarte auf der Brücke auf. Die Schiffskomputer kümmern sich dann um den Rest. Oh, und Sie sollten sich den Frachtraum ansehen. Die Gegenstände darin waren bereits vor meiner Ankunft dort. Also wirklich, Captain, das Leben mit euch lässt mich sogar fast meine gute alte Zeit vermissen. Wie damals auf Ort Mantell, wo Separatisten böse und Kanonen gut waren, wo wir uns einfach reinstürzten und losfeuerten. Bist du betrunken? Nur beschwipst. Ich könnte einen imperialen Soldaten immer noch aus 1000 Schritten Entfernung erledigen. Warum haben wir so wenig Spaß auf diesem Schiff? Wenn wir zu Hause unseren Spaß haben wollten, sind wir immer im Kreis um die Rontos gerannt, um zu sehen, ob sie uns angreifen konnten, ohne umzufallen. Gute Nacht, Corso. Vielleicht sollte ich mich hinlegen. Wusstet ihr, dass ihr soeben auf dem größten Friedhof der Galaxis gelandet seid? Hier gibt es nicht viel, außer Skeletten, Ruinen und menschenfressenden Kreaturen. Ich würde sagen, die perfekte romantische Zuflucht. Schmeichelt euch nicht selbst. Und für das Protokoll, ich bevorzuge meine Städte intakt. Taris war das Coruscant des Outer Rim, bis so ein Irrer es vor Jahrhunderten einstampfte. Jetzt ist es ein giftiger Sumpf. Wir sind wegen einer Astrogationskarte hier, die sich in einem Tresor befand, als Taris fiel. Der Tresor ist hier irgendwo in diesen Ruinen. Was wollen wir mit einer verstaubten alten Astrogationskarte? Ich kümmere mich um das Wieso und ihr euch um das Wie. Das ist die Abmachung. Schon vergessen? Unser Tresor ist dazu ausgelegt, nach einer größeren Katastrophe gefunden zu werden. Wir brauchen nur die passenden Sensoren. Der Haken an der Sache ist, die einzige Person, die ich kenne, die Zugang zu solchen Sensoren hat, hasst mich. Ich rieche eine gute Story. Sagen wir einfach mal, Sie und ich haben eine Vergangenheit, von der ich euch erzählen werde, wenn ich euch besser kenne. Ich habe unserer Kontaktperson ein unwiderstehliches Angebot gemacht. Eine Bedingung der Abmachung ist, dass sie mich nicht sehen muss. Ihr müsst euch zum Standort des Tresors begeben, Captain. Beeindruckt sie gehörig.
Ich werde tun, was nötig ist. Da bin ich mir sicher. Ihr scheint genau ihr Typ Mann zu sein. Ich sollte euch auch warnen. Skavak weiß von dem Tresor. Wir dürfen nicht zulassen, dass er uns einholt. Ich frage mich, woher ihr wisst, was Skavak vorhat. Er hat eine Menge Energie darauf verschwendet, mich in seine Koje zu locken. Es hat nie funktioniert, aber ich habe viel über seine Pläne erfahren. Die Astrogationskarte im Tresor ist notwendig, um Nocturians Schatz zu finden, Captain. Der Name eurer Kontaktperson ist Beryl Thorn. Wenn Beryl euch den Standort des Tresors verrät, kehrt zurück zu mir. Oh, und versucht euch nicht fressen zu lassen. Ich bin Agent Soganti von der republikanischen Zollstelle. Was führt euch auf meinen Planeten, Captain? Was ist eure Aufgabe? Muss ich jetzt Wegezoll zahlen? Kaum zu glauben, dass ein Raumreisender wie ihr nie mit der republikanischen Zollstelle zu tun hatte. Die republikanische Zollstelle überwacht sämtlichen Raumschiffverkehr und unterbindet den Transport illegaler Waren zu und von diesem Planeten. Auf Taris ist viel Schmugglerware zu finden. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, tut ihr gut daran, es sofort zu melden. Ich habe wirklich keine Ahnung, worum es geht. Ah ja, auf eurer Stirn steht ganz groß, rechtschaffener Bürger. Ich interessiere mich ganz besonders für jeden Neuankömmling auf meinem Planeten, Captain. Bleibt sauber und wir haben keinen Ärger. Verstanden? Bekommt ihr jeder diese Rede zu hören? Nur die, bei denen ich es für nötig halte. Genießt euren Aufenthalt auf Taris. Ich bin Agent Soganti von der republikanischen Zollstelle. Was führt euch auf meinen Planeten, Captain? Meine Gründe gehen nur mich an. Verstanden? Zeigt etwas mehr Respekt, sonst lasse ich euer Schiff beschlagnahmen. Die republikanische Zollstelle überwacht sämtlichen Raumschiffverkehr und unterbindet den Transport illegaler Waren zu und von diesem Planeten. Auf Taris ist viel Schmugglerware zu finden. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, tut ihr gut daran, es sofort zu melden. Gibt es eine Belohnung für Hinweise? Ich bezahle für jeden Hinweis, der zu einer Verhaftung führt. Ehrliche Leute können viel Geld machen. Ich interessiere mich ganz besonders für jeden Neuankömmling auf meinem Planeten, Captain. Bleibt sauber und wir haben keinen Ärger. Verstanden? Bekommt ihr jeder diese Rede zu hören? Nur die, bei denen ich es für nötig halte. Genießt euren Aufenthalt auf Taris. Solche infiziert. Er war kurz davor, sich in einen zu verwandeln. Aber Argo, du verlierst schon wieder Öl. Willst du das ganze Lagerhaus in Brand stecken? Der Erbauer sagte immer, es sei besser zu verbrennen, als zu verrosten. Vielleicht überprüfe ich diese Weisheit gerade, Herrin. Ich suche nach Beryl Thorn. Das bin ich. Argo ist sozusagen mein Stellvertreter. Ich kenne euch aus Rishas Holo. Stellen wir mal eins klar. Ich helfe nur, weil mein Vertrag zur Unterstützung des Taris-Rückgewinnungsprojekts auf dem Spiel steht. Sah nach leicht verdienten Credits aus, aber Taris ist alles andere als ungefährlich und bietet viele interessante Möglichkeiten, sein Leben zu verlieren. Die Galaxis kann mir ruhig alles entgegenstellen. Ich schaffe es. Wenn ich meinen Vertrag nicht erfülle, werde ich nicht bezahlt. Tyrodal, mein Partner, starb bei einer Auslieferung. Und jetzt bin ich in der Pflicht. Ich werde diesen Tresor finden, aber zuerst muss ich meinen Vertrag erfüllen. Ihr helft mir und ich helfe euch. Einverstanden? Was springt dabei für mich raus? Ein waschechter Söldner, wie? Ich habe mir ein paar Credits für schlechte Zeiten beiseite gelegt. Ihr bekommt sie, wenn der Job erledigt ist. Ich muss nur noch zwei Lieferungen erfüllen.
Sobald ihr das erledigt habt, kümmern wir uns um euren Tresor. Die erste Lieferung geht an einen Wissenschaftler der Republik namens Vernon. Er unterhält ein Forschungslager im Rugwool-Gebiet. Das sollte man als Witz des Tages einreichen. Schön wär's. Ich weiß auch nicht, wie man inmitten dieser Menschenfresser leben kann. Während ihr meinen Auftrag erledigt, kümmere ich mich um eure Sache. Ist Zusammenarbeit nicht etwas Großartiges? So sieht man sich wieder, Captain. Ich wusste gar nicht, dass ihr Thorn kennt. Agent Soganti, welch freudige Überraschung. Eure letzte Inquisition, ich meinte, Inspektion, ist ja schon einen ganzen Tag her. Habt ihr Jungs von der Zollstelle denn nichts Besseres zu tun, als mein Lagerhaus immer wieder auf den Kopf zu stellen? Ich kann das Lagerhaus inspizieren, wann immer ich möchte. So lautet das Gesetz. Kümmert euch um Dr. Vernons Lieferung, Captain. Es gibt keinen Grund, euch hier länger aufzuhalten. Was für ein Mann wäre ich, wenn ich euch mit diesem Kerl allein ließe? Ein weiser Mann. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Hab Dank. Tobt euch im Lagerhaus ruhig aus, Agent. Ihr werdet nichts Ungewöhnliches finden. Ach, in was bin ich da gerade reingetreten, Thorn? Tut mir leid. Das sieht aus wie meine Hydraulikflüssigkeit. Verehrte Adali, mit tiefstem Bedauern muss ich euch mitteilen, dass euer Ehemann gestern den Rugghulen zum Opfer gefallen ist. Dr. Soylon war ein hervorragender Wissenschaftler. Ich habe noch nie zuvor eine Todesmitteilung geschrieben. Wie klang es? Warum fragt ihr ausgerechnet mich? Ich brauche eine ehrliche Meinung und all meine Kollegen sind verstorben. Ah, ich erkenne diese Symbole auf dem Container. Meine Bio-Alarme sind endlich eingetroffen. Vortrefflich! Wenn sie doch nur früher eingetroffen wären, um meine Partner zu retten. Aber das ist gewiss nicht eure Schuld. Wir kannten die Risiken, die das Studium der Rugghule mit sich bringt. Das ist eine völlig neue Stufe der Hoffnungslosigkeit. Das Streben nach Wissen ist nie frei von Risiko. Je größer das Risiko, desto größer die Erleuchtung. Meine Kollegen und ich haben das Verhalten der Rugghule erforscht. Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, sie einzudämmen. Die Rugghule dürfen unserem Fortschritt nicht im Weg stehen. Die Wiederaufbaubemühungen der Republik auf Taris sind entscheidend für unser zukünftiges Wohl. Ihr seid ziemlich furchtlos für einen Wissenschaftler. Angst blockiert nur den Verstand. Außerdem haben sich meine Überlebenschancen gerade verbessert. Ich konnte ein eindeutiges Identifikationsmerkmal in der Physiologie der Rugghule isolieren, um sie zu erkennen und ihre Bewegungen zu verfolgen. Die von euch gelieferten Bio-Alarme werden uns zeigen, wie diese Kreaturen jagen. Allerdings wird die Installation ohne meine Assistenten etwas schwierig. Seht mich nicht so an. Ich bin hier fertig. Aber diese Bio-Alarme nützen mir nichts, ehe sie nicht installiert sind. Sie müssen in Betrieb genommen werden, um die Gefahr durch die Rugghule zu eliminieren. Der Schlaumeier hier würde keine 10 Meter außerhalb des Lagers überleben. Außerdem können wir ein paar Credits immer gut gebrauchen. Ich habe etliche Credits übrig. Und ich brauche wirklich eure Hilfe. Das ist ja fast wie durch ein Asteroidenfeld navigieren. Ihr seid ein Held der Wissenschaft. Bringt einen Bio-Alarm an jeder von uns eingerichteten Beobachtungsstation an. Und ich sorge für eine großzügige Entschädigung. Wenn ich sterbe, bin ich stinksauer. Der Weg des Wissens steckt voller Gefahren. Aber wir müssen ihn trotzdem beschreiten. Kehrt wieder, wenn ihr fertig seid. Und wir feiern euren Erfolg. Normalerweise würde ich euch nach der Holofrequenz eures nächsten Angehörigen fragen. Aber ich sollte wohl optimistisch bleiben. Viel Glück. Gut gemacht. Ich empfange bereits Signale von dem Bio-Alarm. Ihr habt den Wiederaufbaubemühungen der Republik einen großen Dienst erwiesen. Jetzt fehlt nur noch meine Belohnung. Jetzt kommt schon. Nehmt euch einen Moment Zeit und klopft euch selbst auf die Schulter, bevor ihr mit eurem Geld verschwindet. Was ihr getan habt, hat eine wirklich großzügige Belohnung verdient. Gute Arbeit. Alles Gute. Schon bald werden wir wissen, wie wir die Rugghule eindämmen können.
Und dann ist ihre Auslöschung nur noch eine Frage der Zeit. Nehmt diese Credits als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich werde jetzt meine Daten auswerten. Habt vielen Dank für alles. Hey Captain, wie läuft es da draußen? Umwerfende Landschaft, tolles Wetter und fleischfressende Kreaturen, die mich töten wollen. Ihr verpasst etwas. Das ist das Problem an der Selbstständigkeit. Man verpasst immer das Beste. Ich habe endlich die anderen Sachen gefunden, die ihr ausliefern müsst. Sie gingen verloren, als Tyrodal den Rugwin zum Opfer fiel. Eine republikanische Patrouille hat sie bei Tyrodals Überresten gefunden. Sie haben alles bei einem Außenposten am See abgeladen. Ich fürchte, die Rakgule haben nicht viel von ihm übrig gelassen. Nur blutige Kleider. Die Rakgule haben Tyrodal zu einem von ihnen gemacht. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Ihr müsst nur dem Außenposten einen Besuch abstatten, den Krempel einsammeln und ihn zu einem Ingenieur namens Owold bringen. Owold wird euch ein paar Planetenkernproben mitgeben. Bringt sie mir, verstanden? Ihr solltet besser meinen Tresor gefunden haben, wenn ich zurückkehre. Ich arbeite daran, keine Sorge. Holt die Güter vom Außenposten, bringt sie zu Owold und kehrt mit den Planetenkernproben zurück. Viel Glück. Bimka Naya Nugan. Ejinim Naya lag umnan Mege. Nule lak apa jam kamgram, amka nem nang nemua inuk. Mir macht keine Angst. Yang perlu amka, kalima naya kira. Buka la jiwa nimok, pemgam ni... Bemka naya nugan, ejinim naya lak umnan mege. Nule lak apa jam kamgram. Amka nem nang nemua inuk. Ich habe wirklich keine Ahnung, worum es geht. Nakag agib kik benabab. Nea agam berakaki. Bomo gala apayang. Nelama imi amka amgab. Kala jiwa nimok. Bemgam niyama naya agam. Genau danach habe ich gesucht. Nibaga glamka, gakyam, glagnimu amya galak. Naya narankam, kala ama mani mami, lebig bak. Ich habe es wirklich eilig. Später vielleicht? Manub meraka naja, kinamabam, yak manala, memgam gamgi, nina gegwan, am nirna hanak. Kamperem ganyam bajiyang. Manikikum bukam. Ich habe mich wie gewünscht um alles gekümmert. Nakag agib kik benabab. Nea agam berakaki. Mem amgab kugab kramanik. Umka kiga mayamak. Bemke naya nugan. Ejinim naya lak umnan mege. Kuchusa yomata chitoya, asubwi mota uipa, patoga wata kiko uba kiri wata buki donko. Ihr nehmt dieses Ding niemals ab? Chobet i kafst du an, dile jihulo kuta. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga. Kabano tase makipuna, mali tuta odmishka. Eure dämliche Brille ist mir völlig egal. Ok bagthra wanawaga mi bunawa duetwipe. Poya tuka changa goptula dobata wana wanki. Chaskruni dopat kuriraa dokanki kung. Wäre es nicht weniger gefährlich, einfach ein paar neue Kernproben zu gewinnen? Chaskruni dopat kurira
Dokanki Kung. Bampaula Giota Kakoga Huta Nubisto. Beryl schuldet mir einen gehörigen Bonus hierfür. Chobet I Kafstuan Dile Jihulo Kuta. Taus Azulas Uvaltung Michakulka Dimaji. Kabano Tase Makipuna. Mali tuta od Mishka. Das müsste helfen. Wieso musstet ihr alle töten? Ein paar dieser Männer waren in Ordnung. Ich bin wegen der Planetenkernproben hier. Gebt sie her. Planetenkernproben? Aha. Ihr arbeitet für Barrett Thorn, nicht wahr? Das habe ich früher auch. Mein Name ist Tyrodal. Ich habe Beryl geholfen, Artefakte von Taris zu schmuggeln, die als Kernproben getarnt waren. Wir hatten gehofft, reich zu werden, aber Beryl hat sich als Närrin entpuppt. Statt die Schmuggelware auf dem imperialen Markt zu verkaufen, hat Beryl die Relikte den Nachfahren der Überlebenden von Taris für einen winzigen Finderlohn überlassen. Lächerlich. Es gibt einen imperialen Markt auf Taris? Nein, aber einige hohe Tiere im imperialen Raum zahlen ein Vermögen für Taris-Artefakte. Es sind Statussymbole. Ich habe Beryl glauben lassen, dass ich von Rakghulen getötet wurde und bin mit den Plünderern ins Geschäft gekommen. Sie hatten eine tolle Idee, wie man den Profit erhöhen kann. Wieso den Imperialen etwas einmal verkaufen, wenn man es auch ein Dutzendmal verkaufen kann? Diese Droiden fertigen Kopien der Relikte. Diese Droiden können Nachbildungen fertigen? Sie können ein Relikt bis ins kleinste Detail nachbauen. Die Kopien sind makellos. Gehen wir es clever an. Ich biete euch eine üppige Bezahlung und eine Frachtkapsel mit Reliktimitaten, wenn ihr Stillschweigen über meine Operation bewahrt. Ihr geht reicher nach Hause, Beryl bekommt ein paar Relikte zum Verschenken und ich bleibe im Geschäft. Was sagt ihr dazu? Ich denke, sie verdient Besseres, als von euch betrogen zu werden. Oh, nun? Dann müssen wir es wohl auf die harte Tour beenden. Druiden! Code Schwarz! Besser? Kospa ini gudad iji gliska chanagawa. O grani tampio da pushi wumpa. Putula musta. Das sind keine Kernproben und das wisst ihr auch, Uwold. Moja jo chaluka. Kunachi du nikitoki saya tupi nu aviti. Macht mich nicht wütend, Kumpel, sonst wird's ungemütlich. Wanta humpa. Muri Rava Fupa Jibampa Wula Kutogi Gumpa Jiji no Lia Makichisa
Toika Boda Pachi Isa Jonki. Ist das eure Ausrede und wollt ihr daran festhalten? Umpa Hupa, Chiquilla Umpasa Dobiska. Ha Wanchi Kospa Tota Ulia. Es gibt nicht viele Momente, die mich in meinem Leben wirklich beeindruckt haben. Sie lassen sich an einer Hand abzählen, Captain. Meine Hochachtung. Dass ihr hier mit den Kernproben wieder aufgetaucht seid, ist einer von diesen Momenten. Warum habt ihr mir nichts von eurem Nebenverdienst erzählt? Ich dachte, wir wären Freunde. Dann ist wohl jetzt Schluss mit dem Versteckspiel. Wie habt ihr herausgefunden, was ich vorhabe? Was ist mit den Plünderern passiert? Tyrodal hat seinen Tod nur vorgetäuscht und sich den Plünderern angeschlossen. Er hat mir alles erzählt. Ich mochte den Kerl noch nie. Wo ist er jetzt? Er dient dem wunderschönen Sumpf als Dünger. Dämlicher Devaronianer. Wahrscheinlich hat er es herausgefordert. Tut mir leid, dass ich nicht ganz ehrlich war, aber ihr arbeitet für Risha. Ich habe da ein Vertrauensproblem. Diese Reliquien sollen nicht das Schlafzimmer eines fettleibigen Senators zieren. Sie gehen an die Nachfahren der Überlebenden von Taris, wo sie hingehören. Verwickelt mich nicht nochmal in eure kriminellen Geschäfte. Gebt es zu, ihr hattet Spaß. Hey, seht euch das an. Die Republik hat meinen Vertrag gerade als erfüllt anerkannt. Und genau zum richtigen Zeitpunkt hat mir mein Freund am Raumhafen gerade Zugriff auf die Sensoren der Republik gewährt. Finden wir euren Tresor. Erzählt mir von eurem geheimnisvollen Freund. Was ist los? Eifersüchtig? Die Sensoren erfassen die einzigartige Strahlungssignatur des Tresors. Das ist gut. Aha, da ist er. Oh, euer Tresor befindet sich in der Nullzone. Das ist übel. Bei euch gibt es immer nur gute Nachricht, schlechte Nachricht, oder? Ich sehe mich eher als ausbalanciertes Individuum. Die Nullzone ist Niemandsland. Als die Republik hier zum ersten Mal eintraf, wurden etliche Landvermesser entsandt, um das Gebiet zu kartografieren. Nur einer kehrte lebend zurück. Seinen Berichten zufolge wimmelt es dort von Kreaturen, die noch schlimmer als die Rakgule sind. Niemand wagt sich dorthin. Kein Mann sollte in den sicheren Tod gehen, ohne zuvor einen Abschiedskuss bekommen zu haben. Ich werde ihn fragen, aber Argo ist wirklich wählerisch mit seinen Männern. Ich muss doch sehr bitten! Ihr braucht gutes Werkzeug, um den Tresor zu knacken. Risha ist gut darin, irgendwo einzubrechen, wo sie nichts verloren hat. Sprecht am besten mit ihr. Hier ist eure Bezahlung für die Hilfe bei der Erfüllung meines Vertrags. Damit sind wir quitt. Viel Glück, Captain. Willkommen zurück. Falls Sie das Aroma von alderanischem Nektar riechen, liegen Sie richtig. Ich habe das. Ich hoffe, ihr kennt den Standort des Tresors. Ich habe Skavak und ein paar Söldner über einen verschlüsselten Kommunikationskanal belauscht. Sie versuchen vor uns beim Tresor zu sein. Klingt, als wären sie nah dran. Sag mir, wo ich Skavak finde, damit ich ihn rösten kann. Macht euch keine Hoffnung. Er ist nicht auf Taris, nur seine Söldner. Soweit ich gehört habe, hatten Skavaks Männer nicht viel Glück bei ihrer Suche nach dem Tresor. Irgendetwas da draußen frisst diese Söldner bei lebendigem Leibe. Buchstäblich. Diesmal bin ich froh, dass Taris eine Todesfalle ist. Die Viecher behindern die Söldner, aber das reicht noch nicht. Begebt euch so schnell es geht zu dem Tresor. Öffnet dann das Schloss mit diesem geonosianischen Hackermodul. Ich habe Monate gebraucht, es zu erstehen. Verliert es nicht. Verstanden? Wenn ich den ganzen Weg zur Nullzone marschiere und vor einem verschlossenen Tresor stehe, dann seid ihr gefeuert. Die Technologie hat sich weit entwickelt, seit der Tresor erbaut wurde. Er wird aufgehen. Viel Glück, Partner. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Eure Ex-Partnerin scheint zu denken, ihr wollt mich hintergehen. Sie ist verbittert wegen einer Sache, die sehr lange zurückliegt. Vergesst sie einfach. Ich soll euch vertrauen? Sagt mir, was mit Beryl geschehen ist. Wollt ihr uns das jetzt wirklich antun?
Gut. Vor ein paar Jahren haben Beryl und ich eine imperiale Schatzkammer überfallen. Der Coup ging daneben. Ich bin entkommen, Beryl nicht. Sie beschuldigt mich, dass ich sie nicht vor den Imperialen gerettet habe. Wie ist Beryl dem Imperium entkommen? Ist sie nicht. Die Imperialen haben sie einem Hutten verkauft und ihm ist sie entkommen. War nicht angenehm, wie ich gehört habe. Jedenfalls arbeite ich nicht mehr mit wandelnden Altlasten. Deshalb bin ich mit euch zusammen. Holen wir uns, weshalb wir hier sind, und dann nichts wie weg von diesem elenden Planeten. In Ordnung? Erinnert ihr euch? Agent Soganti von der republikanischen Zollstelle. Ich habe einige Fragen über Beryl Thorn. Was wollt ihr wissen, Agent? Ich fürchte, dass Thorn Reliquien schmuggelt. Und ich glaube auch zu wissen, wie. Ich habe nur noch keine Beweise. Ich brauche jemanden, der mir Beweise liefert, damit ich sie einsperren kann. Ich suche nach ehrlichen Bürgern, Captain. Wenn ich welche sehe, sage ich Bescheid. Sehr lustig. Wirklich. Ich bin autorisiert, eine großzügige Summe für Hinweise zu bezahlen, die zu einer Verhaftung führen. Denkt nach, was das Beste für euch ist. Seid ihr wirklich sicher, dass ihr nichts über Beryl Thorns kriminelle Aktivitäten wisst? Beryl wirkt nur unehrlich. Das ist alles. Ich habe dasselbe Problem. Nur zu? Lacht nur! Solange ihr noch könnt. Niemand entkommt dem Gesetz ewig, Captain. Niemand. Es war großartig. Einfach toll. Gehen wir, Männer. Beryl muss hier verschwinden. Dieser Agent wird nicht aufgeben. Ich will nicht, dass Beryl geschnappt wird. Ich auch nicht. Sie gehört zu den Guten. Wir sollten auf unserem Weg in die Nullzone zu ihr gehen. Das ist das Mindeste. Ich habe euch nicht so früh zurückerwartet. Was ist der Anlass, Captain? Die republikanische Zollstelle ist hinter euch her. Ich habe sie euch vom Hals gehalten. Fürs Erste. Ihr habt die Koordinaten des Tresors. Ihr hättet nicht zurückzukehren brauchen, um mich zu warnen, und dennoch habt ihr es getan. Wo ich herkomme, sind die besten Freunde diejenigen, die für euch zu lügen bereit sind. Ihr seid wohl ein besserer Freund, als ich dachte. Freundschaft ist nicht alles, was mir für uns beide vorschwebte. Argo, fang an zu packen. Ich wäre gerne ungestört. Ich tue alles, um von diesem vom Erbauer verlassenen Planeten wegzukommen. Ich werde mal die Rakule zählen. Ich habe mir eine Flasche kassandranischen Branntwein für besondere Anlässe aufbewahrt. Das hier ist wohl so einer. Kommt schon. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, aber ich sollte wirklich los. Ich möchte euch das hier geben. Es hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Hoffentlich nützt es euch genauso. Ich habe keine Belohnung erwartet. Hab Dank dafür. Es ist keine Belohnung, nur etwas, um euch an mich zu erinnern. Ich verschwinde lieber von Taris, solange die Zeichen noch gut stehen. Argo ist sicher bereit. Und wie, meine Herrin? Vielen Dank für alles, Captain. Wie seid ihr? Satzbau ist nicht wirklich eure Stärke, oder? Ihr seid einfach... Ich weiß es nicht. Ihr solltet nicht hier sein. Wir haben allerhand durchgemacht, um zu diesem Tresor zu gelangen. Eher lassen wir uns in Banta-Pastete einrollen, als zuzulassen, dass ihr ihn ausräumt. Skavak, seid ihr da? Das müsst ihr sehen, Boss.
Wir sind beim Tresor, aber wir sind nicht alleine. Zu perfekt. Ich liebe es, wenn alles so zusammenkommt. Wie läuft's, Captain? Gefallen euch mein Schiff und all meine Sachen? Was ist mit dieser heuchlerischen Riecher? Uns geht es prima, danke. Erwartet ihr, dass ich euch abnehme? Ihr hättet diese Schneekönigin aufgetaut? Ach, kommt schon. Sie ist auf der Suche nach einem echten Mann. Ich bin euch für die Sauerei auf Coruscant noch was schuldig. Könnt ihr euch vorstellen, welchen Kummer mir das bereitet? Ich könnte auch alle kalt machen, die Witze reißen, aber das wäre eine Menge Arbeit. Also, wieso sterbt ihr nicht einfach? Hört auf, euch selbst so wichtig zu nehmen. Der Ruf eines Mannes ist alles. Wenn ich mich selbst nicht ernst nehme, wer denn? Roxur, ich will, dass ihr alles tut, um meinen Busenfreund hier zu erledigen. Macht es so qualvoll wie möglich. Ihr habt den Boss gehört. Feuer frei! Jedes Mal, wenn Sie von einer Mission zurückkehren, danke ich dem Erbauer, dass ich nicht für den Kampf gemacht wurde. Ihr habt die Astrogationskarte, oder? Ich sehe es eurem Gesicht an. Hoffentlich ist diese blöde Karte das alles wert. Ihr habt ein Stück Unterweltgeschichte geborgen. Die Astrogationskarte gehörte einem Exchange-Gangster namens Davik Kang. Davik hat persönlich Dutzende Hyperraumrouten zwischen dem Zentrum und dem Outer Rim kartografiert. Er hat Abkürzungen und Schlupfwinkel in der gesamten Galaxis gefunden. Ich habe noch nie von Davik Kang gehört. Er war der letzte große Anführer des Exchange-Verbrechersyndikats und der inoffizielle Herrscher von Taris. Habt ihr die galaktische Geschichte auch richtig studiert, Captain? Es tauchen interessante Muster auf, wenn man Acht gibt. Davik Kangs kriminelles Imperium endete, als dieser Planet zerstört wurde. Nocturans Imperium entstand, als er einen Planeten zerstörte. Nocturane hat einen ganzen Planeten zerstört? Technisch gesehen war es nur eine einzige Siedlung. Es gab einmal ein Piratenversteck im Outer Rim namens Mandelia. Dort lebten tausende Kriminelle. Eines schönen Morgens kam Nocturanes Frachter über Mandelia aus dem Hyperraum. Er verlangte, dass sich die Piraten ergeben oder sterben. Piraten sind nicht fürs Aufgeben bekannt. Sie hatten keine Angst vor einem einzelnen, leicht bewaffneten Frachter. Sie hielten Nock für verrückt. Als die Piraten ihre Antwort schickten, feuerte Nock eine einzelne Rakete auf ihre Siedlung. Der Sprengkopf war mit einem imperialen Nervengas versehen. Die gesamte Siedlung starb innerhalb einer Minute. Wie viele Leute hat Nock ermordet? 10.000-jährige Piraten, so in etwa. An diesem Tag auf Mandelia wurde Nocturane von einem schlecht bezahlten Schmuggler zu einem der reichsten Verbrecher der Galaxis. So lautet jedenfalls die Legende. Ich sollte euch wohl besser nicht länger von der Arbeit abhalten. Wie wäre es mit ein paar weiteren Geschichtsstunden? Irgendwo, wo wir ungestört sind. Ihr seid unverbesserlich. Kommt zu mir, wenn ihr unwiderstehlich seid, dann reden wir weiter. Ich bin jedenfalls bereit, Taris zu verlassen. Ich bin sicher, wir finden einen interessanteren Aufenthaltsort. Ihr leidet wirklich an Reisefieber, Risha. Hey, das ist eine meiner besten Seiten. Ich bitte normalerweise nicht um Gefallen, Captain, aber ich glaube, wir kennen einander mittlerweile gut genug. Ich würde gerne meine Cousine Rona suchen. Sie ist alles, was ich noch an Familie habe. Und ich glaube, sie sollte erfahren, was passiert ist. Mach dir keine Gedanken wegen eines Gefallens, Corso. Du bist in meiner Crew. Danke, Captain. Rona kam mit mir, als ich zur Brigade ging, aber sie hat das Schiff im ersten Hafen verlassen. Sie wollte einfach nur von Ord Mantell runterkommen. Ich dachte, wir könnten sie vielleicht suchen. Ihr würdet sie mögen. Sie ist der wahre Grund dafür, dass ich hier bin.
Ihr werdet euch wiedersehen, bevor du auch nur verbalte Vibroklinge sagen kannst. Wirbel... Das kann dauern, oder? Krona war so etwas wie unser Familienrebell. Wir hatten jede Menge Spaß zusammen. Ich musste immer die Ablenkung für sie spielen, damit ihr Vater sie nicht bei Rendezvous mit Fremdlingen erwischt. Ich freue mich schon darauf, sie kennenzulernen. Vielleicht sollte ich euch einander doch nicht vorstellen. Rona hatte schon immer ein Gespür für Ärger. Ich erinnere mich noch, dass mein Onkel einmal nach Rona suchte, als sie mit einem agamarischen Piraten auf der Pottfähre war. Ich war damals ungefähr 12. Ich wusste nicht, wie ich meinen Onkel anders ablenken soll und habe einen Kampf angefangen. Das ganze Schiff wurde konfisziert. Ich weiß immer noch nicht, wie Rona aus dem Stadtgefängnis gekommen ist.